if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei GTA 5, wo wir gerade mal im Stripclub abhängen. Michael sagt, wir treffen uns bei mir. Du hast das Geld bald auf dem Konto, aber Lester muss es waschen vorher natürlich. Vom Banküberfall in der letzten Folge, der gar keine Bank war, sondern ein Juwelier. Ja, hallo, ich bin auch noch da. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt ausnahmsweise. Ich verstehe gar nicht, warum eigentlich. Nee, ich auch nicht. Kann ich mir absolut nicht erklären. Aber hier ist ein ganz nettes Etablissement. Ich mag den Laden irgendwie. Ja, warum eigentlich? Geh mal aus dem Weg, Junge. Ich finde, dass die Einrichtung ist sehr schön. Die ist echt. Was? Ich höre dir gerade nicht zu. Warte mal, was meinst du gerade? Sind das Plateauschuhe? So. Nee, es sind High Heels, ne? Es sind Betonschuhe auf jeden Fall. Das haben die schon cool animiert, muss man sagen. Ja, also ich finde auch, die Grafiker machen einen super Job. Herr Sarrazar, soll ich? Wir haben ja doch schon alles hinter uns gebracht, aber gerne. Ach komm, ey. Wir hatten gerade eben einen erfolgreichen Bankraub. Ja, natürlich, da muss man Safiré auch mal ein Separé folgen. Nein, man muss gerne ja, doch. Man muss das Geld ja unter die Leute bringen, man muss ja teilen, man kann nicht alles für sich behalten. Ja, es ist halt besser, wir kurbeln die Wirtschaft an. Da darf man auch nicht so egoistisch sein, weißt du, das ganze Geld, die ganze Kohle für sich behalten. Jetzt wird Fänd wieder in die Hände gespuckt. Guck mal, da ist sie wieder. Ja, die ist einmal im Kreis gelaufen, ne? Da hinten geht's also auf die Bühne, das sollten wir uns merken. Und die Premium Lounge. Ja, natürlich, wenn schon, denn schon. Was denn? Alles okay? Die ist ja nackt. Nee, das ist einfach nur, das ist eine Naturbluse. So, flirten können wir ja auch noch, das haben wir nicht vergessen. Das ist gar nicht mal so lange her, da waren wir ja schon mal, ne? Ist auch der gleiche Sitz irgendwie wieder. Ja, das ist derselbe Laden, das hat er so an sich. So, was machen wir jetzt mal? Wir waren da aber mit dem Michael da. So, wir flirten natürlich mit der ein bisschen. So, und dann, so, zack, 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 und, Da wollen wir uns mal rausschmeißen lassen von dem Typen da? Meinst du das gut? Na, mal gucken, was passiert. Rein. Ich meine, die Sympathie bei Sapphire steigt auch, ne? Siehst du die Sympathieleiste da unten? Ja, natürlich. Du kannst sie auch klar machen, ne? So, dass sie mit dir nach Hause kommt. Das geht. Geht das? Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich mache mal hier ganz kurz die Südperspektive. Und ganz ehrlich, bei dieser Perspektive würde ich nicht Nein sagen unbedingt. Und bei der Perspektive? Bei der auch nicht. Da würdest du auch nicht Nein sagen? Nein. Okay, warte mal, also sag doch mal Ja. Ich habe Nein gesagt, also ja. Okay, warte, ich mache mal ganz kurz die Innenansicht sozusagen. Können wir denn nicht Geld geben oder so? Das steigert doch bestimmt die Sympathie. Ja, pass auf, ich habe jetzt die Hände überall drauf. Und das gibt auch Sympathie, habe ich gerade gesehen. Tatsächlich? Da geht mein Balken nach oben. Das liegt daran, weil du Massagetrainer bist eigentlich. Natürlich, ich bin Coach auch. Profi. Oh, der Typ kommt. Schnell wieder Hände weg und dafür ein paar Komplimente machen. I like what you do. So, vielleicht mal die Perspektive finde ich schlecht. Ne, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Da kann man auch mal Polygone zählen eigentlich. Ich mach mal ganz kurz also, den hier. Also, die sind ja schon sehr rund gemacht, ne? Und vor allen Dingen, wir müssen ja die ganze Zeit quatschen, weil im Hintergrund läuft natürlich wieder, man hört es. Und da gibt's leider kein Einverständnis mit der GEMA. Ich glaube, sie mag das Sitzmöbel. Ich bin mir fast sicher. Ja. Das muss von Ikea sein, das fühlt sich einfach gut an am Hintern. Muss man einfach mal sagen. Der Sessel ist cool, wäre ein geiler Gaming-Sessel auch, ne? So, jetzt können wir wieder, ne? Ich probier's mal wieder. Mhm. Ich glaube, die setzt sich jetzt auch drauf. Guck mal, der Sympathiebalken hat schon eine beachtliche Größe erlangt. Der Sympathiebalken. Oh, Vorsicht! Ah! The Rulers! Yes, the Rulers! Entschuldige bitte. Hey, you fun! Meinst du, das haben die mit Motion Capturing gedreht? Ich glaube auch, da haben die Programmierer getanzt einfach. Ja, genau die. Das bringt der Job ja so mit sich. Ja, das bringt der Job ja so mit sich. Stell dir mal vor, da bist du jetzt mit dem Stripclub beauftragt, den zu programmieren, so, und musst ein Jahr dich darum kümmern, einen Stripclub, und dann musst du in Stripclubs gehen, um Nachforschung anzustellen. Ach ja, das Lied im Hintergrund kennen wir aber auch, ne? Hey, Britney, bitch. Ich Britney, bitch. Okay, ich glaube, das war's mit Sapphire, ja? Die haben mal gut durchmassiert. Die freut sich, guck mal. Wir könnten jetzt natürlich den Balken steigen lassen. Wollen wir das mal probieren? Einfach mal einen Balken steigen lassen? Ja, machen wir mal. Machen wir einen weiteren Tanz, komm. So, einfach nur, wir haben jetzt $80 ausgegeben. Das Geld muss noch gewaschen werden und so, wir haben es ja. Eben. Wir haben uns gewaschen, deswegen dürfen wir sitzen. Und wie ätzend das ist, dass der Typ die ganze Zeit reinguckt. Alter, da würde ich mich ja voll unwohl fühlen. Stell mal vor, du sitzt da und dann beäugt dich die ganze Zeit so ein Typ von draußen, so ein August. Ja, würde ich auch nicht mögen. Ich mach mal ganz kurz hier wieder geübte Massagegriff.
Oh, hier, da spüre ich ein paar, da sind ein paar Verknotungen, die muss ich mal auflockern gerade. Ey, ganz verspannt vom Job, das ist natürlich auch hart, den ganzen Tag tanzen zu müssen. Ist es eigentlich wirklich, ohne Scheiß, Vorsicht. Ja, du tanzt ja auch manchmal den ganzen Tag, ne? Ich hab ja jahrelang als Frau im Stripclub gearbeitet. Ja, ja, ja. Das weiß man ja auch, deswegen hast du ja auch diese vielen rosa Zauberstäbe und so. Das erklärt einiges, auch den Effekt mit den Seifenblasen. So, dann machen wir echt diese Folge, aber wir machen die einfach mal ein bisschen klar, oder? Pass auf. Er hat doch, wie heißt seine Olle nochmal? Hab ich vergessen. Taisha, Motisha, Popisha, die heißen ja alle so. In den Filmen und sowas. Wie heißt denn seine Alte nochmal hier? Der hat gar keine Freundin. Damit er gerade telefoniert hat. Wo er gesagt hat, ich werde mich ändern, ich schwör's. Da habe ich auch den Namen gerade nicht auf der Checkerliste. Sorry. So, warte. Guck mal, jetzt mal wieder ein paar Komplimente. Er mag ihre Tattoos. Ich weiß gar nicht, wo kann die denn jetzt noch Tattoos versteckt haben? Siehst du da eins? Das muss aber ein sehr kleines Tattoo sein. An einer sehr interessanten Stelle. So, ich mache hier Gesicht mal ganz kurz wieder. Ihr Gesicht ist ein bisschen sehr schnutig, ne? Ich meine, der Körper... Ja, gut. Zeig doch mal gerade das Gesicht. Nee, ich kann nicht, weil ich habe meine Hand gerade wieder im Einsatz. Ach so. Ich bin ja hier der Bergdoktor, weißt du? Hm. Oh, hier, das Bein natürlich muss... Oh, was haben wir denn hier? Das ist ja interessant. Vorsicht. Oh. You know the rules. No touching. Let's go. Ach, schade. Nein! Aua! Oh, draußen ist ja schon hell. Unicorn. Wie die Zeit vergeht. Huch! Die verschwinden einfach im Schwarz. Das ist Licht ausgegangen. Ja. Ja, okay, haben wir das Hausverbot? Geklappt. Haben wir da Hausverbot? Dürfen wir da noch rein? Ich weiß nicht. No way you're getting back in. Nee. Na toll. Schweinerei. Ich komme später wieder. Aber zum Glück haben wir hier geparkt und die Frage ist natürlich, was machen wir? Wir müssen zu Michael, zu MV Michael, ne? Zu Michael, ja, wir müssen Knight. Ja jetzt schauen eigentlich, dass wir unsere Kohle reinkriegen, ne? Dass die gewaschen wird. Und die ich weiß nicht, wie lange das dauert. Die wird ja nochmal gewaschen. So. Ich mach mal ganz kurz, ich mach mal den hier, ne? Einfach nur mal sicherheitshalber, okay, ja, wie immer. Und es gibt ja das Gerücht, dass Rockstar sich die Rechte eingeholt hat, die Lizenzen für die Musik. Aber, liebe Freunde, das gilt nicht für Let's Plays oder sowas. Das gilt nur dafür, dass Rockstar die Musik benutzen darf. Das heißt aber nicht, dass man sie auf YouTube hochladen darf. Sonst würde ich sofort einen Musikchannel machen. Da nee, kannst du aber wissen. Ja, das ist GEMA halt. Das unterliegt der GEMA. Es gibt natürlich einige Songs in diesem Let's Play, wo auch normale GEMA-freie Songs genannt werden, die wir theoretisch abspielen könnten. Aber das Risiko ist natürlich hoch bei den Radiosendern, dass da einfach mal was zwischenkommt, was, wo wir dann wieder auf den Sack kriegen könnten. Genau, und gerade jetzt wurden bei mir ja schon zwei, drei Minecraft-Let's Play-Folgen gesperrt, so ältere. Da hatte ich tatsächlich Musik von Sony drin, die 2,5 Jahre nicht getrackt wurde. Und jetzt im Nachhinein hat man sich die Rechte gekauft, offenbar, oder ist unter Labelvertrag gekommen und zack, sind die Folgen einmal runtergenommen. Ja, so ist das. Das ist halt wirklich ein Problem und da können wir dann auch nichts dran ändern. Wir können, dürfen zwar das Spiel spielen, aber wie schon angesprochen, das Let's Play, die Musik, die ist Restriktionen. Oh. Mit Restriktion behaftet. Ja, da machst du nix. Und auch wenn das bei einigen, wenn einige damit durchgekommen sind, genau wie mit den Stripper-Szenen, die müssen wir leider zensieren, normalerweise auf YouTube, auch wenn andere damit durchkommen, heißt aber nicht, dass es länger so bleibt. Ich weiß, wovon ich spreche und du natürlich genauso. Wir hatten beide schon unsere Strikes. Genau. Unsere übermütigen. Ja, hast du schon mal einen Strike wegen Nacktheit bekommen? Ich schon. Also ich glaube, ich auf weiß, Video. Nee, nicht wegen Nacktheit, weil ich irgendwie, ich hatte so einen Adfly-Link drin, wo ich die Honeyball unterstützen wollte mit dem Adfly-Link und das hat YouTube ganz rigoros und die lassen ja auch nicht mit sich reden, auch wenn andere Let's Player die gleiche Szene drin lassen. Die reden einfach gar nicht mit dir. Ja, nee, die gar antworten nicht. Einfach nicht. Nö, warum auch? Ja, also ja, das ist ein bisschen traurig manchmal, muss ich sagen leider, dass du da einfach gar kein Feedback kriegst und ich habe aber auch mal gehört, die Leute, die striken, also die in diesem Strike-Team sind, dass die so ein bisschen die Götter bei YouTube sind. So, ja, ist das so? Ja, dass die wirklich viel entscheiden dürfen und vor allen Dingen, wenn sie Partner-Support dann wenn sie sowas entscheiden, dann lassen sie auch nicht mehr mit sich reden, so kein Stück eigentlich. Das ist so ein bisschen... Ist natürlich auch nicht leicht. Ich meine, der Job ist ja auch wichtig, dass er da ist. Es gibt ja auch viel Scheißinhalte, die hier hochgeladen werden können. Ich meine, wenn du überlegst, was die sich alles jeden Tag angucken müssen... Will ich gar nicht, ich ganz ehrlich... Nicht wissen. Nee, ich auch nicht. Wissen, so, Weder sagt mir jetzt, ich soll später wieder kommen. Gut, ich darf hier rein. Dann hätte ich nämlich gehauen, oder wenn er gesagt hätte, ich muss als Michael wiederkommen. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so.
The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? Criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and faith rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. And this other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Pablo Ravazar makes 28 million. Trevor, baby, you want to smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but that don't make it right. Don't make nothing right. Not what you've done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck. Now we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Tja, und damit herzlich willkommen bei Trevor. Ja. Sympathisches Kerlchen, Alter. Der alte Ficker. Boah, alter übler Typ. Ganz übler. Alter Schwede. Und ich glaube, der hat ja, wir erinnern uns an ihn, Trevor in der ersten Mission gab es ja auch, leider hatten die Haare noch was länger. Und vor allen Dingen, das Interessante ist, Michael hat ja tatsächlich beim Banküberfall gesagt, es gibt, warte. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I'm gonna have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Das Interessante war ja, dass Michael tatsächlich auch am Anfang beim Bankraub in der ersten Folge gesagt hat, es gibt jeden Tag tausend Dinge, die du vergisst, stell sicher, dass dies eins davon ist. Und das hat er dann beim Juwelenraub auch gemacht und so kam er ihm dann auf die Schliche. Aber dass er sich daran noch erinnert hat, das glaubt man ja gar nicht. Ja, sind schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, bei Trevor lief es ja nicht ganz so gut. Wir haben gesehen, Trevor ist einfach abgehauen nach diesem Bankraub. Der ist ja irgendwo in die Walachei und die Cops hinterher.
Und man hat nie wirklich rausgefunden, was jetzt genau passiert ist, soweit ich mich erinnern kann, oder? Genau, genau, genau. Und jetzt wissen wir es aber. Trevor ist einfach ein abgedrehter Motherfucker. Wenn ja. ich das mal so höflich formulieren darf. Ob der jetzt aber im Knast gehangen hat für die Nummer, wo Michael dann entkommen ist, der ja dann sich quasi totgestellt hat, beziehungsweise irgendwie es geschafft hat, offensichtlich auch die Leiche auszutauschen, wo jeder dachte, aha, Michael ist tot. Wissen wir ja nicht, wissen wir nicht. Most exclusive courier service. Whoa, 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 whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Well, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. Kennst du noch diese Lost Jungs? We follow the van back to the rest of them. Then the Lost MC are out of this region for good. Kennst du noch diese Lost Jungs von The Lost and the Damned? Ja, ja. Ich glaube, das sind die Jungs, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich nicht mehr so gute Erinnerung. War ja der erste DLC. Look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. Für GTA 4, ne? Genau. Boah, Alter, hier zu fahren. Immer schön hinterher. Vorsicht, du musst lenken dabei. Ja, das... You gotta slow it up, man. That's a sharp left. I can't see us taking out all the bikers disco, boss. I mean, there'll be some by that airstrip. Nee, du musst... Boah, ich krieg das nicht in den Knie ziehen. Es ist nicht so leicht. Egal, den hast du schon mal. So. So geht's ach, auch. Ach, scheiße, die sind hinten rum. Ach, fuck it. Ah. Oh, oh. Ah, da ist noch alles drin. Alter, die warten auf dich. Ja, finde ich nett auch. Die denken, ey. Ah, boah, Alter. Der war ganz gut, der letzte. Naja, aber hat leider nicht gereicht. Scheiße. Ich dachte, ich erwische ihn jetzt. Jetzt, ah, schießen. Ja, warte. Ich bin noch Analogstick-Legastheniker. Okay, das sieht gut aus. Do we know where you're going yet? No, Alter. Yeah, nee, alles gut. Ich komme mir gerade vor wie Colt Sievers. Ist auch der ähnliche Truck. We do this now. So geht's auch. Alrighty, Root. Now we just sit on this guy till he gets to them. Nein! Wow! Right wow! Den näher ran erstmal, glaube ich. Ja. Haben wir den Zaun mit einfach. Erstmal. Oh, nicht so geil. Next time you fall, make sure you die. Shit. Boah, wait, komm ran, Alter. Fuck it. Der mit seiner Baggy-Hose. Sympathischer auch. Sympathisches, intelligentes Kerlchen. Ist das jetzt? Was ist das? You're trying my patience. Der wäre eigentlich schon längst über alle ach, Berge. Klar. Ich find's nett, dass die warten. Die haben eigentlich nur gewartet, weil die dachten, oh, der ist jetzt weg. Guck mal, der ist weg. Hold the perimeter, fuckwits. Daddy's going to work. Get perimeters being held. Erledige die Biker. So, jetzt muss ich mal mit Steuerung erstmal da klarkommen. Nein. Fuck it. Wolltest du in die Luft jagen? Natürlich. Da hinten ist noch einer, ein Tank. Ja, Alter, der macht ja mal ein bisschen Auto-Aim. Boah, was geile ist sonst Karte hier. Mal eben die Hells Angels platt gemacht. Oder sind das eher die Bandidos? Ich weiß gar nicht, was gibt's noch für Rocker-Gangs? Wie viele das sind? Guck mal, wie viele Rocker-Gangs gibt's eigentlich so weltweit? Das würde mich immer interessieren. Die
Die wenigsten sind ja eigentlich auch kriminell. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Rocker-Gangs kennt? Was? Oh, Alter, den hab ich ja gar nicht gesehen. Vor dir. Trevor ist tot. Ich sollte mal unten links die Minimap im Auge behalten. Kannst du mitmachen gerade? Ja. Warte, ich probier nochmal erneut. Okay. So, warte. Jetzt aussteigen, jetzt machen wir es mal richtig. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen, weil das ist ja wieder eine neue Aufnahme zwischendurch. Hat keiner gemerkt übrigens. So. Erledige die Biker. Erledige die Biker. So, jetzt haben wir da vorne welche. Alter, zieh nicht auf den, zieh auf den. Du kannst auch so rumswitchen einfach zwischen den Figuren, ne? So, genau. Das geht ganz gut. Hatte ich ja ursprünglich vor. Ich finde cool, wie die Einschusslöcher gemacht haben, dass er nicht die ganze Scheibe einfach einsplättert, sondern dass so nur kleine Splitter da wegslashen. So, ich geh mal wieder ein bisschen... This is hard for me too! I've had to kill half the tweakers in the county! You forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians! Schön. So, da vorne rechts ist jetzt einer, rechts hinten. Ja. I warned Johnny and I'll warn you the same! Der ist irgendwie weg gerade, ne? Gehen wir weiter geradeaus. Der müsste da hinten irgendwo sein. Ah, hier, Medipack. Hier rechts und links sind auch wieder neue. Oh, Vorsicht. Boah, fuck it, jetzt kommen die von allen Seiten. Ja, die umzingeln dich. Warte mal, da ist auf den Tank. Schön. Rechte Seite, rechts. Alter. Nochmal, da ist noch einer. Da ist einer. Okay, da hinten sind noch zwei. Die sind jetzt wieder weg, ich versteh's gar nicht. Mal sind die da. Die bewegen sich. Das finde ich nicht gut. Okay, da kommen welche von links. Das sind Rocker. Die kommen jetzt eine Straße lang, denke ich mal. Ah, Vorsicht, du wirst getroffen. Drück mal jetzt. Ich bin das getroffen, gut. Ja. Da kommt gleich noch einer. Da. Grand Theft Auto Aim. Okay, pass auf, dann lauf ich da mal lieber hin. Ja. Ja. Now, who have I left out? Boah, du bist gut erwischt worden, ne? Ja, Hälfte ist runter. Aber das geht. Alles cool, das schaffst du locker jetzt. So, vor allen Dingen ist ein Medipack. Understand your pain, friend. Die Medipacks sind auch immer so sinnvoll im Spiel. Oh, schönes Feuerwerk. Eieiei. Kehr zurück zum Laster. Huch! Jetzt blinken die alle noch rot. Ja. Kannst die anderen jetzt leben lassen? Kann ich oder muss ich? Denke, die Cops tauchen jetzt früher später auf. Soda? Snacks? No? Get in the fucking truck! Komm schon, lauf! What are you still doing here? You said... I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? And get me some sticky bombs! Sehr geil. Begib dich zu dem Wohnwagen am Fluss. Und das machen wir in der nächsten Folge. It's one thing messing with tweaked out bikers. But the Aztecas? Man! The Aztecas. It's just a name. Is he Illuminati as well? Anunnaki? Huh? One of the lizard people? I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. Our enterprise ain't just about meth. It's about guns, too. The Aztecas control the guns, so we're taking them out. Okay, bis dahin, Freunde. Tschö. Alter, was war das denn gerade? Das war unser intelligenter Freund, der eben noch auf unserer Ladeklappe saß. Der hat bestimmt ein Diplom. Alter, Trevor hat $108,000, wo dann die her? Oh. Mann. Und was er damit macht, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Und vor allen Dingen geht's dann wieder weiter mit dem verrückten Assi. Ach, dem.